Gut, lass uns weitermachen. Ja. So, da ist noch ein Falke. Da ist noch der Köter. Ja. Und noch so ein Typ. Und noch ein Typ. Ach du Scheiße. Der Hund muss weg. Scheiße. So. Moment. Wo sind denn die Banner? Nochmal eins. Moment, brauche ich ein Banner noch? Oder zwei? Zwei Banner. Ja, aber wo sind die? Sind die hier irgendwo? Da zum Beispiel ist noch eins. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja. Also werden die Banner hier sein. Was sind das jetzt? Ah. So, das dritte Banner. Irgendwo muss da noch eins hier sein. Das kann jetzt wirklich auch sein, dass das drüben ist, aber... Also, eigentlich bezweifle ich da mal ganz stark. Obwohl, naja. Obwohl es möglich ist. Oder da oben irgendwo. Ja, nicht, dass ich hier nachher rumrenne und ich suche das fucking Banner. Vielleicht war ich gerade, ne? Sekunde. Ne. Was habe ich denn zum Werfen? Nee. Schirstentumer. Ja. Gut. Die Hunde sind weg. Bin ich schon mal zufrieden. Ja. Aber sonst ist hier kein Banner mehr. Nein, absolut nicht mehr. Oder hier. Das ist natürlich auch durchaus möglich. Ich war ja da oben noch nicht. Nee. Aber dann müsste ich das ja von hier unten sehen. Eigentlich. Oh. Ah, arme Suppe. Ja, irgendwo muss doch das Banner sein, ey. Hänge ich mich hier wieder auf an irgendwas, was nicht notwendig ist? Oder doch? Ja, durchsuchen ist immer notwendig. Logisch. Loot, Freunde. Loot, 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 Loot. Weißt du, was ich heim, ne? Wieder komme ich nicht durch. Na gut, dann machen wir das so. Ah, das ist das letzte Banner. So, jetzt mache ich aber trotzdem eins. Ist mir jetzt egal. Weil die Kleidung ist doch ein bisschen zu schwach dafür. Oh, ja, stimmt ja, die Felle. Danke. Oh, da ist noch was. Hier ist noch mehr, hier liegt noch viel mehr rum. Hm. No. Wow. Das war ein Riesenpaket. Moment. War das jetzt das Schloss, was geblinkt hat? Ja. Das letzte Banner habe ich ja jetzt. Ja. Ich muss trotzdem aufpassen. Ja, dann muss ich das wahrscheinlich gleich in die Luft sprengen. Ja. Ist nicht so geil. Nee. Wo ist der? Ah, der kommt hier hin? Junge, wenn du dich...
Halt die Schnauze. Vollpfosten. Du gehst da rein, das ist dann die Granate. Na, das ist ja mal mehr als eine Granate. Jo, Kumpel, dreh dich um. In the face. Naja, nicht ganz, aber in the face. So seitlich in face hier. Ja. So, wo war jetzt das Banner? Da. Oh, oh, oh. Ich habe wirklich alles gefunden. Man kann es kaum glauben. Ich weiß gar nicht, was ich hierfür krieg. Nö. Gold wäre geil. So. Zack, zack. Befreie Fort Imai. Naja gut, ich hätte nochmal durchlaufen sollen am besten, oder? Ich weiß nicht. Was? Die wären wir los. Ein Trophy. Keine Ahnung. Also dieses Spiel auf überhaupt auf 100% oder Platin, no way. Nein, es kann ja nicht. Da brauchst du ja Millionen von Trophäen. Da bin ich weit entfernt von. Ja, ganz weit. Shimoni-Banner? Ja, brauche ich jetzt nicht. Nee. Also, neuer Sattel verfügbar. Ach so, ja gut. Das muss ja jetzt nicht sein, ne? Oder? Bleibst du mal locker, Alter, der... Gut. Hey, beweg dich. Aber so weit von. Jin Sakai. Halt. Achso, das ist ein Schlappen. Ja. Na gut. Ich würde sagen, hier sind wir fair. Was habe ich dafür eigentlich gekriegt? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss mal kurz nachgucken. Vielleicht habe ich Gold dafür gekriegt. Ist das möglich? Ja. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ehrlich jetzt nicht. Die Geschichte von Yuna. Ja. Guten Tag. Du bist ein Schmied. Du kannst nichts machen für mich. Na gut, dann nicht. Moment, wo muss ich her? Da lang. Aber hier komme ich wieder irgendwo runter oder doch? Doch. Doch, doch. Mhm. Ja. Oh. 150 Meter. Ah, wir müssen. Na, oder? Nee. In der Suppe. Rüstet Mäuse melken hier. Danke fürs Bleimchen. So. Präfektur. Ja, keine Ahnung. Ich bin lieber vorsichtig, ja. Rüstung. Ah, da, jetzt sehen wir es. Wow. Wow. Halt. Ich hätte ja jetzt Lust dahin, aber absolut. Aber wir machen das jetzt erst mit Yuna. Komm. Ja, wir machen das jetzt erst mit Yuna. 70 Meter. Genau, und dann nehmen wir uns die Fragezeichen vor. Da ist er. Moment, vielleicht sind hier irgendwo noch ein paar Pimpels. Wie sehe ich überhaupt aus? Gar nicht so schlecht. Yuna. Ich dachte, du bist in Yarikawa. Ich kann auch nicht zurück. Warum nicht? Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Oh. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Oi. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie.
Gut. Und werden den Kriegsherrn töten. Also was von, yeah. Na, das wird ja wieder ein Ding sein. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Als Mahnmal. Nach oben, nach unten. Ach du Scheiße. Alter, das sieht aus, als... Nee, doch nicht. Das Gasthaus ist hier. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Boah. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Guckt euch das an. Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Alter, Alter! Die ganzen Bäume hängen hier voll. Ja, ja gut, die zwei jetzt hier, aber ich kann mir vorstellen, dass an den anderen... Ja, sag ich doch, guckt euch das da hinten an. Warte mal. Boah, guckt euch das an. Nein, nein, du schießt nicht. So. Nein. So. Ja. Heimat deine Sterne. Oh, sie duckt sich. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen. Ja, was denn jetzt nur? Ja, Moment, ich muss erstmal weiter. Die müssen ja erstmal weg. So. Ein Samurai? Was wollt ihr? Nell. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört auf das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Verräter. Es gibt Ärger! Ich bereit. Bleib mal locker. Wird schon da drin sein. Oder hier liegen. Weg, weg. Juna. Ja, Moment. Lass mich erstmal durchgucken, weil garantiert werden wir... garantiert werden wir nachher hier weg sein. Also so schnell wie möglich. Aber das ging jetzt, naja, zügiger als ich dachte. Ja. Ehrlich. Ah, vielleicht schneiden sie mich wieder an. Nee, du musst zurück. Ja. Nein, und ist gut. Gut, jetzt gehen wir mal nach Ichi. Ichi, Klitschi, Klatschi. Ja. Ah. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Ach du Scheiße. Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Juna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Dann müssen wir den killen. Mit den Mongolen gearbeitet, um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Alter. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Kann ich dir einen Scheitel ziehen? Wir schützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. ...findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Ach du Scheiße. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Juna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber sie will nur helfen. Juna hatte ihre Chance. Also muss die ja irgendwie was gemacht haben oder
nicht gemacht haben, sondern, ja klar, gemacht haben, abgehauen, selber verraten, das kann natürlich alles möglich sein. Also wir wissen ja die Hintergründe nicht mit ihr. Nee, absolut nicht. Das kennen wir ja nicht. Alter, ich hab gedrückt. Dumme Sau. Wuh. Auch nicht schlecht. Wuh. Ja, das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Also, sag mal kurz. Komm. Ja. Boah, guck dir das an, ey. Aufgespießt und geröstet. Wie so ein Schaschlikspieß, ey. Was hat sie gesagt? Ja, nur, dass du eine Kuh bist. Sonst nix. Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Mamushi. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Ja. Ja, auf jeden Fall. Danke, Jin. Naja, ist mir erstmal wurscht. Ja. Wir wollen jetzt erstmal gucken. Boah, ich kann gar nicht aufhören zu spielen ohne Flex, Leute. Das ist echt heftig. Ja. Was ist das denn? Talisman der Verjüngung. Was macht der? Regeneriere im Kampf bis zu 2 Entschlossenheit. Das hört sich nicht schlecht an. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was die meinen, aber... Nein, regeneriere im Kampf. Regeneriere im Kampf bis zu 2 Entschlossenheit. Also das klingt wirklich gut. Ja. Ausweichen. Nee, das bleibt alles. Nee, ich lasse das alles so, wie es ist. Aber die... Moment, Aufzeichnung. Jonas besteht darauf, dass wir helfen, den Leuten in ihre Klammer anliegen, obwohl sie mit Schimmer rasen. Und mehr Samurai. Sion. Moment. Die Mongolen und Banditen sind schlimm genug, aber jetzt... Nee. Seit ich Meister Isa besuche... Sag mal, was ist das für eine... Ist das... Ich bin mir nicht sicher, das ist das. Ja. Nee. Aber das ist das Einzigste. Ja. Na gut, lasst uns dahin. Jetzt leiser Tod. Na, also geht doch. Warum nicht gleich so? So, wo soll das sein? Da! Ach, genau, wo das Fragezeichen ist. Ist nicht geil. Gut. Und das gar nicht so weit. 230 Meter. Lecker. Ne, unterwegs wäre mir nett, wenn da irgendwas kommen würde. Ja, zwei irgendwelche so Spritzer oder was weiß ich. Ja. Bambus. Warte mal, ich will mal eben was nachgucken. Sammlung 5. Ausrüstung, Schwert. Ein Gold brauche ich noch. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ich das herkriege. Ja. Aber jetzt werden wir das erstmal machen, in aller Ruhe.
Und dann werde ich, ja, muss ich suchen, wo das mit dem, wo der Typen, ja, Gold, ja. Ich glaube, der ist gar nicht so weit weg von mir. Nee. Alter, das war bestimmt Juna. Aber so weit von war die da. Ja, aber garantiert. Da bist du ja. Ja, logisch. Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Ja. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Okay. Wow. Das nenne ich mal richtig geil. Jetzt leiser Tod. Ja, das ich muss sneaky vorgehen. Geil. Ja. Lecker. Aber so was schon. Jetzt warte erstmal. Sekunde. Nee, das ist nicht da. Wo ist das denn jetzt? Na gut. Dann gehen wir mal vorwärts. Boah, guck dir das an. Alter. Eine Botschaft an alle, die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam. Boah. Auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ich kann das nicht. Was? Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Shin. Mach ich. Für Taka. Mach ich. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Wow. Wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Gut, mach ich nicht. So, schleiche in das Gehöft und töte die Brüder. Lass die Wachen am Leben, lass dich nicht erwischen. Ja, ist ja nicht geil, oder? Ja, warte mal. Dafür ziehe ich mich jetzt erstmal um. Kleidung? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wow. Aber hier machen wir erstmal einen Cut, weil das wird ein längeres Ding und ja, bis gleich.